Und tot war er. Ihr habt den Kampf gewonnen. 11.000 Erfahrungspunkte erhalten. Zauberrune, scheiße. Zaubersteingefäß, Herr Alter. Das, all das Dieb ist gut. Das können wir nicht durchgehen lassen. Wir werden ihn dem Bürgermeister von Venia übergeben. Der findet schon eine gerechte Strafe. Köpfen, Köpfen, Köpfen. Ich hab mir ganz schön eingeheilt. Doch eines Tages werde ich mich rächen. Das glaube ich zu sogar, dass ich nicht lache. Ich meine, keine Gitterstäbe halten ihn auf. Oder macht er jetzt was, der Bürgermeister? Wie ich sehe, habt ihr mir den Anführer der Diebesbande auf einem Silberteller serviert. Außerdem lasse ich in den nächsten Tagen die gestohlenen Sachen ins Dorf befördern. Sehr gut, es freut mich, wenn wir helfen konnten. 15.000 Erfahrungspunkte für ein 60er-Quest? Ja, ich fand die EP waren schon genug, die von dem Boss im Endeffekt geschenkt kriegt, dass er so einfach war. 10 Zaubertruhen Headshot. Es ist fies. Die sind alle Spenden unseres Dorfes. Geld können wir euch leider keins anbieten. Brauche ich nicht, ich habe genug Mieter. Hast du mal geguckt, ob du da vielleicht jemand noch triffst als Mieter? Ja, nee. Ich habe kein zweites Mal nachgeschaut, aber ich könnte es jetzt nochmal probieren. Dieter. Der Dieter, der. Ist keiner. Ja, war. Ich suche nach Leuten mit ungewöhnlichen Namen. Margret. Mit Sicherheit auch nicht. Nee. Panda Neko. Ihr müsst meine Frau entschuldigen. Sie soll von hier ausziehen. Habt ihr eine Wohnung für sie? Der Kleine? Klaus? Ja. Wie? Klaus und Kindername. Die sieht verdächtig aus. Luna. Ich bin der wahre Held. Ja, ja. Der kennst du. So ein Alex. Ja, unser kleiner Alex ist glücklich. Nie im Leben. Günther. Ich wusste es. Tja, es ist halt unsere Schuld, dass wir den Dieb gefangen haben. Gesundheit. Danke. Grazia. Ich glaube, ich habe sie. Ich muss hier ganz geschwind weg. Länger halte ich es hier nicht mehr aus. Dieses Kaff ist einfach zu nichtssagend. Wenn ich könnte, so würde ich kurzerhand verschwinden. Wir könnten dir unter die Arme greifen. Das kannst du? Dann lass mal hören. Also mach die Arme hoch. Für nur 4.000 Kronen kannst du in unserer schönen Stadt leben. Noch dazu bekommst du einen gratis Staubsauger. Schlag zu! Ja, gerne! Dort kann ich dann sicher auch arbeiten. Ich nehme es. Ja, du hast ja einen Staubsauger. Also mach bei mir zu Hause sauber. Du hast es eilig, oder? Nur halt dir mal die Augen zu. Tschüss! Wie viele Mieter hast du jetzt? Genug. Auf jeden Fall werde ich bei dir zu Hause mal vorbeischneiden. Man weiß ja nie. Dürfte mittlerweile schon so 5, 6 sein. Oder? Ja, das wär doch schon mal was. Yep. Ist in der Höhle was Besonderes? Muss ich jetzt kurz gucken? Weil ich nicht mehr weiß, ob ich da schon drin war. Tja, ich würde mal sagen, geh mal rein. Ich höre einen Mieter. Naja, die Bildschirmübertragung hängt wieder ein bisschen. Ist mal ehrlich. Ja, aber ein bisschen darf sie hängen. Ist noch lange nicht perfekt. Irgendwann mal. Wenn Skype dafür bereit ist. Blobs! Aus welchem Brain Quest Teil? Ja, richtig. Aus welchem, habe ich gefragt.
Die erkenne ich, auch wenn ich die Spiele davon nicht wirklich kenne. Die Blobs erkenne ich überall. Ich kann es dir kaum sagen, weil in jedem Teil diese Gegner vorkommen. Ich weiß, daher weiß ich ja doch auch, dass sie auf jeden Fall aus dem Spiel sind. Ich kenne ja auch nur den Teil mit dem verwunschenen König. Und da gibt's die Lords ja auch. Ich habe die Hüter des Himmels gespielt, das war schön für Nintendo DS. Nochmal. Hallo, kein Mieter, okay. Wie ich davon ausgehe, dass es auf jeden Fall ein Mieter sein muss irgendwie. Verstehe ich gar nicht. Okay, irgendwo habe ich eine Ausfahrt verpasst. Wertvolles Feld erhalten. Yippie. Ach, ist Level 20. Level bezogen, ich dachte, das ist Level 20. Das hat wild. Machen wir Level 20? Ja. Dann geht das ja mit den Gegnern relativ schnell. Ja, würde ich auch sagen. Gut. Oh, jetzt hätte ich einen Ort gehabt, wo ich hätte trainieren können. Wenn die Gegner nur 400 aushalten und ich 2700 pro Gegner kriege. Na gut, allerdings sind hier nicht so viele Gegner, die hier rumrennen. Das ist richtig. Das eine ist eine Qualle, das andere ein Block. Ihr habt den Kampf gewonnen! Yippie! Yay! Noch ein wertvolles Feld, sehr schön. Ja. Irgendwie finde ich den. Irgendwie bin ich mit dem Dungeon, mit dem Teil hier schon irgendwie so leicht durch. Ja, der ist nicht sonderlich groß. Und irgendwie was gefunden habe ich bisher noch nicht. Ha, wertvolle Fälle. Etwas, was nicht zufallsbezogen ist. Gibt's hier keine großen Stadt? Nö, wirklich. Wirklich viel ist hier wirklich nicht zu finden. Hier muss es was geben. Irgendwas. Irgendwas muss es hier geben. Muss es. Muss es. Muss es. Mein Schatz. Mein Schatz. Oh, was? Okay, Tatsache, es ist nichts. Oder? Also, wie gesagt, das ist nicht, da ist nichts zu holen, groß, außer ein paar Gegenstände. Und da sagt er mir, geh rein, geh rein. Naja, bisschen was war ja drin. Ja, wertvolle Fälle, wieder was für dein Quest, freu dich. Ja, wobei ich nicht mehr glaube, dass ich sie bis dorthin fertig kriege. Weil ich nicht, glaube ich, nicht mehr genug Dungeons habe, wo ich suchen könnte. Wie viele Dungeons musst du noch machen? Zwei große. Ah, die letzten, also okay. Ja. Yep. Nebenbei, mittlerweile habe ich schon 24 Stunden auf dem Buckel. Herrlich. Von dem die Hälfte der Zeit wahrscheinlich nur reines Gegnertöten sind. Aber nur wahrscheinlich. Also hier drin wohnt jemand? So viel ist mir sicher. Nummer 1. Da drin wohnt mit Sicherheit niemand, weil das Haus schon immer verschlossen war und wahrscheinlich auch bleibt. Ja. Gut. Nummer 2 mit den geilen Gegenständen. Nummer 3. Wo habe ich die nochmal her? Ach, Schiene. Warte, Nummer 3. Die war im Fluss. Ihr habt die war im Fluss, daher. Den haben wir immer noch nicht. 4. Ich glaube, ich habe bei dir noch nie was gekauft. 4. Fehlt ja nur noch ein Haus. 5. Wieso wohnt sie in Ellens Hütte? Und wieso ist das Haus von innen immer noch genauso groß wie von außen? Wie früher, obwohl das Haus geschrumpft ist. Ja, es ist ja so, die Stadt ist ja neu erbaut worden. Ja, aber trotzdem. Das Haus ist mini und dann hat es 2 Etagen in gigantisch. Ja,
Ja, das ist jetzt so. Yep, also Grazia. Schön, dass ihr mich besucht habt. Wir wollen nur kurz reinsehen. Ewig Zeit haben wir nicht. Dann werde ich euch auch nicht aufhalten. Oh nee. Moment, es gibt 7 oder 8 Meter? 7? 10. 10? Okay, da haben wir ein paar Häuser zu wenig. Live and Let Die. Es geht um einen Geheimagenten, der Wunder glaubt, was er wäre. Hä? Kennst du den Ausspruch nicht? Nein, nie gehört, nie gesehen. Das bedeutet im Endeffekt darum, es geht darum, der Geheimagent glaubt, weil er der Größte, der Beste und überhaupt ist, weißt du? Mhm. Okay. Trotzdem noch nie gehört, Edge. Eingelegte Heringe. Frühstück. Moment. Moment! Helen sagt was. Aber ich glaube, hier ist ein Schlafzimmer weniger, oder? Ja. Gut. Sogar eine ganze Etage weniger. Okay. Dann hat das mit der Aufbau nicht so ganz geklappt. Ja, Ellens Haus hatte nämlich 3 Etagen. Okay. Na, akzeptiere ich mal, dass es kleiner ist. 30 erste Tode, der Weg zurück. Und dann haben wir hier noch die extrem kitschige Exemplar von in 30 Sekunden um die Welt. Da hat sich jemand was vorgenommen. Laut dem Buchrücken gelingt es dem Protagonisten. Können wir auch sagen, seht euch nur unsere Teleportationszauber an. In 30 Sekunden. Cheat ist erlaubt. Mhm. In 30 Sekunden um die Welt. Wobei, die ersten beiden müsste unser Ellen doch gelesen haben. Ich meine, er ist schon mal zurückgekommen. Das ist richtig. Es ist kein Buch dabei, welches mir interessant erscheint. Ellen, was ist? Egal, was auch immer hier... Aber hier sammelt jemand alle Harry Potter Bücher und das in dreifacher Ausgabe. Okay, welche Person, die du kennst, macht das? Kenne ich nicht. Gut, eigentlich hatte ich jetzt gehofft, Kratzjacke zu hören, aber egal. Sie hat's ja in ihrem Haus irgendwie komischweise. Jetzt haben wir noch ein paar Quests zu erledigen, und zwar Nebenaufgaben. Nein. Nachher. Nein. Verdammt, das ist die einzige, die ich noch habe. Also, habe ich die 25 Topasse eventuell? Also, finde den besten Detektiv und bringe ihn heim. Er soll irgendwo im Wald südlich von Eden sein. Richtig. Gut, dann nur noch auswählen, wo Eden liegt. Unter Schloss Genado. Gefunden. Meine Lieblingsstadt. Weil es dort einen Waffen- und einen Itemladen gibt und ich weiß, wo sie ist. Und da findest du dann noch den Wald in der Nähe. Yep, wollen wir mal. Wieso gibt es in Katzatras keine... Aufgaben? Weil ich die Stadt einfach nur eingebaut habe, um zu zeigen, dass da irgendwo Zucht und Ordnung herrscht. Gut, aber da hätte man ruhig was mit, wie zum Beispiel Kopfgeldjägerei machen können. Entflohene Sträflinge zurückbringen. So eine Nebenquest. Hätte man da reinbauen können. Ja, das bitte. Ich meine, wenn sich da schon ein großes Gefängnis in der Größe einer Stadt auffällt, hätte man sowas auch nutzen können. Warte mal, Sword of Mana? Ja, ich glaube ja.
Ja, aber wenn ist das eine Art Remix, weil ich kenne das Spiel. Das ist ein Remake von Mystic Quest. Nur damals ging es noch um Excalibur statt ums normale Schwert. Auch schön. Yep. Saphir! Noch zwei Spiele, die ich eventuell auf meine LP-Liste setzen sollte. Mystic Quest und direkt danach das Remake. Setz ja nicht zu viel drauf, sonst stehst du hinterher da. Ja, ja. Ich habe leider auch keine Zeit mehr. Machen wir mal. Ah, wir suchen den Detektiv, oder? Also. Ja, genau. Gut, also das Level ist übrigens Level 70, ne? Okay, sollte ich locker hinkriegen. Halt, da ist was. Hinter den Bäumen fällt. Ah, jetzt weiß ich, was hinter den Bäumen war. Treppe, Treppe, ich suche eine Treppe. Hm? Tja. Bei mir hängt leider die Bildschirmbeton. Ich sehe nicht viel, ich sehe nur ein Gebiet. Ja, und ich sehe, irgendwie finde ich keine Treppen. Treppen, wo sind die Treppen? Ja, doch, die gibt's aber, das weiß ich. Sollte es auch. Das würde mich wundern, weil das wäre Beta-Testern auf jeden Fall aufgefallen, wenn da plötzlich eine Treppe fehlt. Oder hier bei der Schatztruhe versteckt. Hinter einem Baum, unsichtbar. Ja, du weißt doch, ich mache das gerne. Ja, nur was mich mehr wundert, genau neben der Schatztruhe, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ich dachte immer nicht. Gelber Stein erhalten und schon wieder 5 Angriffspunkte. Aber immerhin bist du nah dran. Schlüssel Y. Oh, wenn du schon mal dabei bist, kannst du rausfinden, wo Schlüssel T, Schlüssel X und Schlüssel Y hingehören. Welche? T, X und Y. Ich könnte mal. Weil von denen weiß ich, ich habe mit Sicherheit die, der ist tot. Ich habe mit Sicherheit die Schlüssel, aber gerade keine Ahnung, wo die Truhen rumhängen. Die finden wir schon. Ich habe genauso wie ich den Detektiv, glaube ich, gerade eben gefunden habe. Entweder ist er tot oder er wurde von dem Dieb, den wir festgenommen haben, umgebracht. Oder er sieht genauso aus wie der Dieb. Hör dir ganz genau an, was der dir zu erzählen hat. Hast du ein bisschen was zu lachen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das eine Kogoro-Anspielung wird. Oh, nee, dann doch. Obwohl, vielleicht schon, je nachdem, wie du es siehst. Yep. Kogoro Mori, der Weltbeste, der schlafende Detektiv. Schlafende Kogoro. In einem Waldstück hätte ich jetzt nicht unbedingt Elementare erwartet. Doch, gibt's alles. Ja, mich wundert's nur, weil ich dachte, die Elementare wären zum größten Teil wahrscheinlich rein für die Schreine bestimmt worden. Das Wasserelementar ist aber süß. Du erwähntest irgendwann mal Level 70. Ich suche jetzt gerade erstmal wie ein Bekloppten in die Truhe. Also T habe ich gefunden. T, 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 jetzt brauche ich nur noch was zum Schreiben. T wie? T ist in Venia. Als wären wir da nicht gerade eben gewesen. Nochmal, habe ich die. Entweder habe ich die Truhe übersehen oder ich habe sie nicht angesprochen. Egal, unser Detektiv ist dran. Vorsicht, dies ist ein Tatort. Ist es nicht etwas gefährlich im Waldmund zwischen den ganzen Monstern? Es ist kein Problem für einen guten Detektiv, sich an einigen Monstern vorbeizuschleifen. Wenn du das sagst, wollt ihr mir nicht helfen, bei meinen Ermittlungen helfen? Ich suche den Täter, der diesen armen Kauz hier auseinandergerissen hat.
Ich, der große Held, habe eine Idee. Möglicherweise war es ja der Bullemann. Der was? Beachte ihn gar nicht. Du sagst, dass du den Täter suchst. Wäre dazu nicht wenigstens eines der Monster in der Lage gewesen, welche hier herumgeistern? Habt ihr Beweise dafür? Du bist nicht der Hellste, oder? Ich habe schon Milliarden Gefälle gelöst. Zwing mir nicht, dich zu schlagen. Doch, hau, 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 hau. Deine Frau schickt uns, um dich zu ihr zurückzuschicken. Meine Frau? Wenn ich mich nicht beeile, dann reißt sie mir was ganz Wertvolles ab. Dann beeil dich mal lieber. Okay. Ich glaube, dem ist nicht mehr zu helfen. Wie kommst du denn darauf? Sind etwa 20 Liter Blut, die auf dem Boden verteilt sind. Hä? Ich glaube, ich habe total falsch gelesen. Ja, ich glaube auch. Auch ihr scheint wahre Detektive zu sein. Sind es etwa die 20 Liter Blut, die auf dem Boden verteilt sind? Das war jetzt richtig gelesen. Ja, jetzt ist es. Ja, jetzt sehr schön. Gut, bitte mach hier raus, Mie. Hier raus? Ich glaube, du musst. Nein, du musst ganz zurück. Nee, ich muss sowieso. Teleportiert sie einfach. Gönnt sich ja sonst nichts. Hätte ich doch die kleinen Mana Wiederherstellungssachen. Teleportieren, ohne sich das Schloss zu merken. Nach Schloss Fernando. Na, jetzt gibt's wenigstens schöne Erfahrungspunkte. Also erstmal weniger Truhe Tee. Richtig. Yep, schließlich wollen wir noch einen Artefakt. X und Y hätte ich dann noch. X und Y, mein Gott.